Es ist Mittwoch und ihr wisst, was Mittwoch seit letzter Woche bedeutet. Mittwoch bedeutet für uns Corona-freie Zeit. Nun, dann wollen wir den heutigen Tag doch nutzen, so langsam uns einstimmen in unsere Corona-freie Zeit. Und es ist ja nicht so, als wenn es ohne Corona nichts zu erzählen gäbe über Lanzarote. Wir haben für heute wieder ein spannendes Thema ausgesucht und ich kann euch garantieren, für sehr, sehr viele von euch wird es neu, wird es interessant und wird es auch etwas sein, was man dann in Zukunft, wenn man Besucher hier auf der Insel hat oder die Insel selber besucht, zur Laute singen kann bzw. zur Timple. Und es kann so das breite Füllhorn der Erzählungen, der Anekdoten, aber auch der Informationen über Lanzarote super ergänzen. Das bedeutet, ihr habt jetzt jeden Mittwoch sozusagen ein bisschen die Gelegenheit, Lanzarote hautnah zu erleben. Und wenn hier gerade das Bild marschiert, dann liegt das daran, ich bin wieder nicht alleine im Studio im Newsroom. Nein, ich habe wieder Rocky dabei und Rocky liegt zu meinen Füßen und hat sich ums Stativ gewickelt. Das heißt, sollte etwas wackeln, scheppern oder schnarchen, Leute, das ist Rocky und das ist gut so. So, in wenigen Sekunden ist es soweit. Ich habe das Versprechen gehalten. Wir legen los. 14 Uhr auf den Kanaren, 15 Uhr in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Und heute geht es weit in die Vergangenheit. Weit in die Vergangenheit und an einen Ort, Ulrike, dir wird es gefallen, an einen meiner Lieblingsorte, eigentlich dem Lieblingsort auf Lanzarote. Ich hole euch mit nach Arrecife. Ja, man soll es nicht glauben, Arrecife ist tatsächlich etwas, was es mir angetan hat. Und es ist tatsächlich nicht nur eine Romanze, das ist von tiefer Leidenschaft geprägt, weil Arrecife ist so vielschichtig, dass sich tatsächlich nicht nur ein Blick lohnt. Und ich nehme euch mit in die Vergangenheit, weit in die Vergangenheit. Wir starten unsere Geschichte im Jahr 1918. 1918, das bedeutet, wir sind tatsächlich im Jahr 1 vor Manrique. Es gibt also tatsächlich auch ein Leben in Arrecife vor Manrique und 1918 war dann tatsächlich einiges los in Arrecife und es geht darum, dass die Marinekommandantur von Arrecife eine Bewilligung ausgestellt hat und zwar an die Unternehmerin und Reederin Fermina Santana und Fermina Santana wollte in der Nähe des Playa Reducto eine kleine Werft bauen, und zwar auf dem Inselchen El Quebrado. Diese kleine vorgelagerte Insel guckte so aus dem Wasser heraus und dort wollte sie eine Werft bauen, weil sie eine Schaluppe, einen Kutter bauen wollte, die auch dann später auf den Namen La Fermina, so hieß sie mit Vornamen, hören sollte. Ja, und da nimmt eine Geschichte ihren Lauf. Ihr ahnt es schon, diejenigen, die sich ein bisschen mit Arrecife auskennen, wissen schon, wohin unsere Reise heute geht. La Fermina, Isla, La Fermina, na klingelt's? Richtig. Wir reden über die kleine Insel, vorgelagert dem jetzigen Grand Hotel. Und damals, wie gesagt, 1918 nahm das seinen Ursprung, weil diese kleine Insel, die damals nicht mit dem Land verbunden war, war wohl ideal für diese Reederin, die gesagt hat, doch bauen wir eine Werft hin. Wir haben natürliches Wasser, wir können da an unseren Schiffen bauen. Und die Insel hieß eigentlich El Quebrado. Das nur so am Rande. Und durch ihren Vornamen bekam sie den Beinamen La Isla Fermina. Aber der ein oder andere von euch kennt sie vielleicht noch unter einem anderen Namen, nämlich Islote del Amor. Das ist genau dieselbe Insel. Und die Geschichte, die sich dahinter abspielt, da kommen wir noch drauf, aber haltet es im Hinterkopf, da spielt die Liebe noch eine Rolle. Und da spielt auch noch jemand eine Rolle, den ich eben schon ins Spiel gebracht habe, nämlich 1919 in Puerto Naos, in Arrecife geboren. Doch da blickte nämlich César Manrique das Licht der Welt. Und er spielt eine Rolle, eine sehr, sehr bemerkenswerte Rolle sogar, in der weiteren Geschichte dieser Insel. Also wir halten mal fest, 1918 ist da eine Werft entstanden und sonst war da noch relativ wenig. Wobei, man muss jetzt eins wissen, damals ist es nicht so gewesen, als wenn Arrecife so idyllisch da gelegen hätte, wie heute die Geschichten sich ranken um El Golfo, sondern Arrecife, das war busy, da war richtig viel los, da war auf der anderen Seite, hinten in der Nähe des Charcos gab es die
Islote del Frances, da stand ein riesengroßes Eishaus, da gab es die Salinen, also wirkliche Salzfelder, da war eine große Fischfabrik, denn es war damals schon Mittelpunkt, Dreh- und Angelpunkt auch des Sardinenfangs hier in der Region. Das heißt also, Arrecife, da war wirklich was los, das war eine Industriestadt und diese Werft passte also in dieses Konzept rein. Danach fiel aber diese ganze Sache wieder so ein wenig in sich zusammen. Das Einzige, was dann passierte, war, wir erinnern uns, wir haben es die letzten Tage angesprochen, die Geschichte mit dem Spanischen Bürgerkrieg. Wir haben also tatsächlich hier in den Zeiten 36 bis 39 haben wir den Spanischen Bürgerkrieg gehabt. Und unmittelbar nach dem Krieg waren auch schon sehr, sehr viele Soldaten hier auf der Insel. Und oh Wunder, genau da kommt jetzt der Name Isla del Amor, Islote del Amor ins Spiel. Wobei der Unterschied ist immer nur der, Isla ist normalerweise die Bezeichnung für eine bewohnte Insel und Islote einer nicht bewohnten. Das ist übrigens auch der Grund, warum tatsächlich La Graciosa jetzt offiziell in den Status einer Isla erhoben wurde, weil man jetzt gesagt hat, Leute, da leben Menschen, also nix Islote, das wird eine offizielle Isla. Aber das nur am Rande. Also wie gesagt, warum Islote del Amor? Nun, die Soldaten, die in Arrecife stationiert waren, hatten natürlich auch Probleme gehabt, Orte zu finden, wo sie tatsächlich Lustwandeln, flanieren oder sich mit ihren Mädels treffen konnten. Und so halten sich die Gerüchte, dass damals die Islote del Amor die Insel war, wo man schnell mal mit dem Schiff rübersetzen konnte, um hier sozusagen ein Refugium zu haben, wo man ungestört die ein oder andere Stunde mit der Freundin verbringen konnte. So gingen die Jahre ins Land und man schreibt mittlerweile das Jahr 1968. Das heißt, wir sind 50 Jahre später, also die Hälfte der Zwischenzeit ist rum. Es ist nicht weiter passiert. Die Stadt hat sich entwickelt, Lanzarote hat sich entwickelt und irgendwann kam die Tourismusgesellschaft Protucasa. Das ist ein Betrieb, in dem auch das Cabildo in Las Palmas mit drin hing, auf die Idee und wollte hier auf der Insel Bauwerke schaffen. Jetzt sind wir in der Zeit, ihr denkt mal drüber nach, 68, richtig, 66, Eröffnung Ramiro de l'Aqua, Cueva de los Verdes, all das kam jetzt so nach und nach, genau in diesen Ende der 60er Jahre. Und 68 war es jetzt so weit, dass die Planungen gediehen sind, die Entwürfe waren fertig. Der Bau des Grand Hotels war im Gange. Gegenüber vom Grand Hotel wurde das Hotel Lancelot gebaut. Und im Zuge der Gestaltung, der Modernisierung, im Zuge dessen wurde auch übrigens von derselben Betreibergesellschaft der Club La Santa gebaut. Aber in Arrecife sollte sich jetzt da ein moderner Stadtbereich herauskristallisieren, eben genau da am Playa Reducto mit dem Grand Hotel, mit dem Hotel Lancelot und eben mit einem Freizeitangebot, was sich als ein ins Meer integriertes Freibad im Grunde genommen abbilden sollte. Und diese Idee war gar nicht von so ungefähr, weil, und jetzt schließt sich der Kreis zu Manrique, nämlich Manrique den Beweis angetreten hat, wie schön man sowas bauen kann, und zwar in Porto de la Cruz auf Teneriffa hat er den Lago Martianes gebaut. Riesengroß, wunderschön, heute noch im Betrieb. Das ist eine Freizeitanlage mit einem ins Meer integrierten riesengroßen Schwimmbad, mit jede Menge Aktivitäten, Attraktionen. Das heißt, genau so ein Park sollte jetzt eine Nummer kleiner, genau hier als Auftragsarbeit entstehen. Sozusagen als Kopie von diesem Park aus Puerto de la Cruz auf Teneriffa. Der sollte hier entstehen und man hat tatsächlich den Künstler César Manrique als Architekten und als Bauherrn des Originals auf Teneriffa beauftragt, es auch hier dementsprechend zu gestalten auf der vorhandenen Insel. Warum das so interessant ist? Nun, es ist für euch deswegen interessant, weil auch da räumen wir mit einem Mythos auf. Es ist also nicht so gewesen, als dass César Manrique hier von sich aus, weil man bringt ihn öfter mit der Islote del Amor in Verbindung. Man erzählt es aber sehr oft so, als wenn das von ihm so eine Vision gewesen wäre, da könnte man, da müsste man. Er war hier gar nicht die treibende Kraft, er war nicht die Triebfeder, sondern er wurde beauftragt. Das heißt, er war im Grunde genommen der auftragsannehmende Architekt, der hier sozusagen die Planungshoheit hatte
und der hier dieses Projekt umsetzen sollte. Nun ist das Projekt eingestampft worden. Unschwer zu erkennen. Das heißt, es wurde nie richtig fertiggestellt, es wurde auch nie richtig in Betrieb genommen. Und auch Cesar Manrique hat nun nicht die größte Leidenschaft da reingesetzt, weil wenn so ein Projekt jetzt erstmal kaltgestellt wird und kein Herzblut drin ist, dann arbeitet man an sowas auch nicht weiter. Und das ganze Vorhaben verfiel sozusagen in einen Dornröschenschlaf. Jetzt muss man auch dazu sagen, wir reden über das Jahr, mittlerweile waren wir Anfang der 70er. 20 Jahre gingen ins Land, ohne dass es fertiggestellt wurde. Dann 92 verstarb Cesar Manrique und damit war dieses Projekt auch in keinster Weise mehr auf irgendeiner Prioritätenliste, sondern es lag einfach da vor der Küste, halb fertig mit weißen Gebäuden. Und was dann abging in diesem Immobilien, hörenswert. Denn da muss ich jetzt zitieren, denn da ging es jetzt Schlag auf Schlag. Und zwar reden wir ja hier nicht über eine Kleinigkeit. Und zwar, ich habe mir die Zahlen mal rausgeschrieben. Tatsächlich eine Fläche von sage und schreibe 14.350 Quadratmetern, die dieser Freizeitpark haben sollte. Und allein die Wasserfläche des Pools, der großen Poolseenanlage, hat 3.600 Quadratmeter. Das ist ein Pfund, meine Herrschaft. Das ist also eine riesengroße Location. Und wer sich im Kleinen mal den Rameo del Aqua angeschaut hat, weiß, dass auch der Rameos davon lebt, dass er eine Party-Location gewesen ist mit dem Pool und auch den Bars. Also das konnte er schon. Aber wie gesagt, hier ist nichts mehr passiert bis 2000. Und im Jahr 2000 war dann Folgendes, man hat sich da mal überlegt, so da haben wir doch was liegen vor der Küste von Arrecife. Und die Tourismusabteilung der kanarischen Regierung hat jetzt beschlossen, einen Ideenwettbewerb zur Rückgewinnung des Raums zu starten. So frei nach dem Motto, wir haben da was, wir wissen nicht, was es ist, also machen wir mal einen Ideenwettbewerb, sollen sich doch andere mal den Kopf zerbrechen. So, das war 2000, 2001, hat dann der einheimische Künstler und Architekt Carlos Morales den Architekten- und Ideenwettbewerb gewonnen. Dafür konnte er sich aber nichts kaufen, weil das Projekt, was er hatte, Mares, also die Meere, Mareas genau genommen. Mareas war von ihm konzipiert, das Ganze als riesengroße Poolanlage, ein zentraler Ort und so weiter. Er hat zwar gewonnen, aber die Arbeit wurde nicht ausgezeichnet, im Gegenteil. Man hat jetzt eins gemacht, das einzige Ergebnis war, die Insel war zwischenzeitlich mit einer Betonstraße verbunden. Diese Betonstraße wurde abgerissen, dafür kam ein Holzsteg hin, der auch heute noch Bestand hat. Das Ganze fand relativ wenig Beifall. Und 5 Jahre später, wir sind jetzt schon im Jahr 2005, ihr merkt, die Einschläge kommen langsam näher. Also 4 Jahre nach dem Gewinn hat man dann entschieden von Seiten des Fremdenverkehrsministeriums, der kanarischen Regierung, dass man gesagt hat, nee, also man will das nicht weiterführen. Man hat 5 Jahre Bedenkzeit gebraucht, um festzustellen, nee, wir setzen die Ideen von Morales dann doch nicht um. Und man sollte vielleicht doch besser zurückkommen zum ursprünglichen Plan von Manrique, also einer Kopie von dem Freizeitpark und der Großbadeanlage, wie sie auf Teneriffa steht. Und man würde auch wieder die Planung der ursprünglichen Skizzen aufnehmen. Wir sind im Jahr 2005 und das sind ja jetzt auch schon wieder 15 Jahre her. Und was sich jetzt so langsam abzeichnet, man merkt, das wird so ein Running Gag. Das bedeutet, hier werden Beschlüsse gefasst, hier werden Ideen generiert, aber so richtig passieren tut nichts. 2006 dann, die Arbeiten haben begonnen. Jupp, es tut sich was auf der Islotte. Mit einem Budget von 1,2 Millionen, mittlerweile haben wir schon Euro, und einer Ausführungsfrist von 9 Monaten. Sehr optimistisch, wie man dann 2007 feststellte, dass das mit den 9 Monaten wohl etwas optimistisch war. Die 1,2 Millionen übrigens auch. Im Mai, wenige Tage vor den Kommunalwahlen, und das muss man sich jetzt auf der Zunge zergehen lassen. Kommunalwahlen im Jahr 2007 wird schlagartig die Islotte eröffnet. Es ist also nicht wahr, dass die nie eröffnet wurde. Nein, sie war für 2-3 Tage offen, nämlich mit großem Brimborium gab es eine Eröffnungsfeier unmittelbar vor der Wahl, ist aber fürs Publikum nie freigegeben worden, weil sie auch nie wirklich funktioniert hat. Das heißt also, die Elektroleitungen haben nicht funktioniert und Ähnliches, aber Presse und Politiker, das hat gereicht, dass man ein Buffet aufbauen und Fotos machen konnte. Das war also dann 2007 und
Was sollte da entstehen? Man hat es jetzt mal zusammengefasst und hat gesagt, es soll jetzt dahin kommen, ein großer Swimmingpool, eine Cafeteria, Restaurant, Promenaden, Spas, große Sonnenflächen und Gärten. Also tatsächlich die Kopie von Teneriffa. Jetzt wusste man zumindest, was es werden sollte, so dachte man. Jetzt im Februar 2008 zogen Gewitterwolken am Himmel auf. Die Abteilung für Tourismus der kanarischen Regierung liefert erstmalig Arbeit ab. Allerdings ist das Problem, dass die Verwaltungskonzession für der Hafenbehörden von Las Palmas ausläuft. Weil wir erinnern uns, das Ding ist irgendwann mal als Werft geplant gewesen. Jetzt war es so, dass jetzt da eine Event-Location draus werden sollte. Die Konzessionen sind mittlerweile, weil ewig lange gedauert, ausgelaufen. Und es konnte nicht weiter gebaut werden, weil eben hier tatsächlich eine neue Bewilligung losgetreten werden musste. Aber die Regierung der Kanarischen Inseln kündigt eine bevorstehende Eröffnung an, 2008. Es wird auch ein wunderschönes Eingangstor entworfen und man teilt in der Presse mit tatsächlich, dass das Schwimmbad mit Salzwasser betrieben werden wird. Also man ging sogar ins Detail. Dann kam das Jahr 2009 und richtig, ihr ahnt es, nein, es gab in der Zwischenzeit keine Eröffnung. Nun, der Stadtrat unterzeichnet ein neues Abkommen und zahlt jährlich 38.000 Euro an die Hafenbehörden. Weil wir erinnern uns, richtig, das Ding gehört immer noch nicht umgewidmet, immer noch zu den Häfen von Arrecife. Und damit sind pro Jahr 38.000 Euro fällig, ohne dass auf der Insel irgendetwas passiert. Nun hat man sich in der Zwischenzeit überlegt, dass es doch eine gute Idee wäre, weil tatsächlich hatte ja Cesar Manrique die Finger mit im Spiel, dass man dieses Vorhaben, dieses Projekt, die Insel, tatsächlich mit den CRCTs, also den Zentren zuschlägt, was dann auch zunächst einmal erfolgt ist. Und die Ideen sind auch wieder ins Kraut geschossen, was man daraus dann machen könnte. Und zwar war es jetzt so, dass man überlegt hat, wenn das ein CRCT wird, dann ist es ein touristisches Zentrum, dann könnte man einige Sachen fremd vergeben, wie auch das Restaurant und so weiter, nach Vorbild, wie man es auch im Museum für zeitgenössische Kunst gemacht hat. Man könnte ein Salzmuseum draus machen, weil ja die ehemaligen Salinen nebenan liegen. Man könnte ein Walmuseum rausmachen, weil Delfine und Wale gehen immer. Und man könnte vielleicht sogar ein Meeresmuseum draus machen, was nahe liegt, weil Wasser war rundherum ja genug. All diese Ideen waren da, kreisten im Raum, das Ding war immer noch zu. So, mittlerweile schreibt man das Jahr 2010. Nun hat der Verwaltungsrat der Hafenbehörden gesagt, sie erteilen eine Genehmigung der Stadt und der Gemeinde Arrecife. Der Stadtrat ist damit einverstanden. Wenige Monate später gibt es allerdings weitere Probleme, weil die Ausschreibung dazu geführt hat, dass doch bürokratische Fragen aufkommen und man im Stadtrat nicht so genau weiß, wohin die Reise geht, aber man vertröstet und sagt, 2011 wird gewiss eröffnet. Nun sieht das 2011 ganz anders aus. Wer mal unter 2011 im Internet schaut, da gibt es wunderschöne Videos von Randale, von Vandalismus. Mittlerweile ist die Islotte de la Mort eine Hippie-Hochburg geworden. Also mehr Graffitis gehen nicht. Sämtliche Glasscheiben sind mittlerweile zu Kristall geworden, die sich gleichmäßig verteilen. Also im Grunde genommen war das Highlight 2011, dass der Holzsteg gebrannt hat. Das heißt also, der Verwahrlosung war Tür und Tor geöffnet. Die Islotte de la Mort war weiter weg von der Eröffnung, denn je. Und die einzige Idee, die dann aufkam, ist, warum entkernen wir das Ganze nicht und machen da ein Olympiaschwimmbecken hin, ein 50-Meter-Schwimmbecken, sowas kann man immer gebrauchen. Also es war eher ein pragmatischer Ansatz. Wir waren weit weg von Kultur, wir waren weit weg von Kunst. Es sollte jetzt pragmatisch genutzt werden, aber auch das wurde nicht umgesetzt. Und nun ist es so, dass 2012 das Rathaus formal bei der Costa nochmal den Antrag gestellt hat. Jetzt sagte die Costa aber zurück, ihr müsst wissen, wofür ihr es umwidmen wollt. Nun sagte das Rathaus, damals die Stadtverwaltung, darüber machen wir uns aber jetzt keine Gedanken. Wir haben so viel um die Ohren, weißt du was, wir haben keine Ahnung und wir hören auf, darüber nachzudenken, was das Rentabelste ist. Das heißt, man hat kurzfristig alle Arbeiten erstmal auf Eis gelegt. Dann, wie Phönix aus der Asche, im Jahr 2014 taucht eine Facebook-Seite auf mit der Idee, wir machen daraus ein Aquarium.
ein nautisches Gebilde mit Leerfahrt, mit Informationen und allem. Da gab es Animationsfilme, da gab es eine eigene Facebook-Seite und die Überdachungen sollten aussehen wie zwei riesengroße Manta-Rochen. Jo, damit war das Jahr 2014 gefüllt und 2016 kam man dann überein. Man sollte vielleicht doch wieder zu der Idee von Carlos Morales zurückgehen. Wir erinnern uns, das war der 2000 den ersten Wettbewerb zur Reaktivierung gewonnen hat. Um diesen Weg, diesen Kreis zu schließen, hat man ganze 16 Jahre gebraucht. Nun sind wir im Jahr 2017. Im Jahr 2017 ist es dann tatsächlich so, die CRCTs übernehmen das Kommando und hier wird vereinbart, ein Forschungsfreizeitzentrum draus zu machen, eine Nautikstation mit einem Büro für Klimawandel und Meeresobservatorium, das Ganze zu verbinden mit einer Cafeteria und einem kostenlosen Schwimmbad. Das Ganze wird projektioniert und im Jahr 2018 dann auch gestartet mit einem Kostenvolumen von etwa 1 Million Euro damals. Mit einer Aussage, 2019 soll das Ganze in Betrieb genommen werden. Jetzt ist es so, dass die Arbeiten tatsächlich abgeschlossen wurden, 2019. Und der letzte Eintrag stammt jetzt tatsächlich vom 16. August 2019, den man finden kann. Das ist jetzt mal ein Dreivierteljahr her. Und sind Bilder von der Begehung, tatsächlich innen wie außen, die sind startklar. Und das Einzige, was sich in der Zwischenzeit getan hat, und davon konnten wir uns überzeugen, weil wir selber auf der Insel gewesen sind, dass alles der Dinge hart, die da kommen. Wir hätten auch jetzt offensichtlich schon die Eröffnung, die war für Mai geplant, dass es tatsächlich losgeht auf der Islotte. Nun kam tatsächlich eben diese Pandemie dazwischen. Aber die Islotte de la Mort wird eröffnet. Das Einzige, was noch kritisch bleibt und was eine Frage ist, zwischenzeitlich wurde es ja den CRCTs, also den Tourismuszentren zugeschlagen. Und da hat ja unsere amtierende Inselpräsidentin laut drüber nachgedacht, ähnlich wie bei der Casa Amaria, dass man es da rausnimmt. Es ist auch auf der Seite derzeit nicht zu finden. Vielleicht ändert sich das mit der Eröffnung. Aber ansonsten bleibt jetzt tatsächlich ein Silberstreif am Horizont, auf den wir uns dieses Jahr freuen können. Nach Lage der Dinge wird die Islotte de la Mort im Jahr 2020 ein weiteres Highlight werden für den Tagestourismus und jeden, der Arrecife liebt. Denn die Insel wird dieses Jahr nach Lage der Dinge eröffnet. Und so schließt sich nach über 100 Jahren der Kreis von der Produktionsstätte einer kleinen Chaluppe zu einem weiteren Highlight touristischer Natur in Arrecife. Das heißt für euch vielleicht mal die Anregung, das nächste Mal, wenn ihr am Grand Hotel vorbeifahrt oder spaziert, schaut euch tatsächlich mal die Islotte an und setzt sie auf den Plan, wenn ihr das nächste Mal hier seid. In diesem Sinne, ich habe euch versprochen, ich nehme euch mit auf eine Reise in die Vergangenheit von Lanzarote und sie endet in der Zukunft. Genauso machen wir das jetzt jeden Mittwoch. Mir hat es Spaß gemacht, euch mein Lanzarote näher zu bringen. Wir sehen uns wieder morgen 14 Uhr auf den Kanaren, 15 Uhr in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Bis dahin, passt auf euch auf, seid gut zu euch. Bis dann. Ciao for now, euer Chris.